Test 3, Teil 1. Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Beispiel: In einer Radiosendung hören Sie die folgende Meldung. Flach, einfach, praktisch. Tablet-Computer sind zurzeit die erfolgreichsten Rechner. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 52% mehr Tablets verkauft. Wie eine aktuelle Umfrage ergab, nutzt jeder 8. Deutsche einen Tablet-Computer. Am beliebtesten sind die flachen Modelle, die per Finger bedient werden. Bei den 30- bis 44-Jährigen, da besitzt jeder 5. ein Tablet. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es 10%. Bei den über 45-Jährigen besitzen 6% so ein Gerät. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Beispiel: In einer Radiosendung hören Sie die folgende Meldung. Flach, einfach, praktisch. Tablet-Computer sind zurzeit die erfolgreichsten Rechner. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 52% mehr Tablets verkauft. Wie eine aktuelle Umfrage ergab, nutzt jeder 8. Deutsche einen Tablet-Computer. Am beliebtesten sind die flachen Modelle, die per Finger bedient werden. Bei den 30- bis 44-Jährigen, da besitzt jeder 5. ein Tablet. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es 10%. Bei den über 45-Jährigen besitzen 6% so ein Gerät. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 1. Hören Sie jetzt den Text. Text 1. In einem Handyshop hören Sie über Lautsprecher die folgende Ansage. Liebe Kundinnen und Kunden, nutzen Sie unser tolles Angebot des Tages. Holen Sie sich das neueste Modell von Nokia in 6 tollen, supermodernen Farben. Dieses Gerät müssen Sie nur einmal in der Woche aufladen und Sie können dann telefonieren, so viel Sie wollen. Und billiger als je zuvor, denn dafür zahlen Sie nur 15 Euro pro Monat. Und wenn Sie heute einen Jahresvertrag abschließen, erhalten Sie das Gerät inklusive Zubehör völlig kostenlos. Greifen Sie zu! Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 1. In einem Handyshop hören Sie über Lautsprecher die folgende Ansage. Liebe Kundinnen und Kunden, nutzen Sie unser tolles Angebot des Tages. Holen Sie sich das neueste Modell von Nokia in 6 tollen, supermodernen Farben. Dieses Gerät müssen Sie nur einmal in der Woche aufladen und Sie können dann telefonieren, so viel Sie wollen. Und billiger als je zuvor, denn dafür zahlen Sie nur 15 Euro pro Monat. Und wenn Sie heute einen Jahresvertrag abschließen, erhalten Sie das Gerät inklusive Zubehör völlig kostenlos. Greifen Sie zu! Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 2. Hören Sie jetzt den Text. Text 2. Sie hören eine Durchsage im Flughafen. Und hier eine wichtige Mitteilung für die Passagiere des Fluges SR 672 von Zürich nach Barcelona. Infolge einer technischen Panne muss der Abflug der Maschine um voraussichtlich eine Stunde verschoben werden. Infolgedessen muss das Gate gewechselt werden. Liebe Fluggäste, gehen Sie bitte zum Ausgang A12. Machen Sie sich keine Sorgen, falls Sie Ihr Gepäck bereits aufgegeben haben. Es wird automatisch weitergeleitet.
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 2. Sie hören eine Durchsage im Flughafen. Und hier eine wichtige Mitteilung für die Passagiere des Fluges SR 672 von Zürich nach Barcelona. Infolge einer technischen Panne muss der Abflug der Maschine um voraussichtlich eine Stunde verschoben werden. Infolgedessen muss das Gate gewechselt werden. Liebe Fluggäste, gehen Sie bitte zum Ausgang A12. Machen Sie sich keine Sorgen, falls Sie Ihr Gepäck bereits aufgegeben haben. Es wird automatisch weitergeleitet. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 3. Hören Sie jetzt den Text. Text 3. Sie rufen bei einem kleinen Verlag an und hören folgende automatische Ansage. Kompass Verlag Augsburg, guten Tag. Für Bestellungen aus unserem aktuellen Katalog drücken Sie bitte die 1. Zu Ihrer Information, unser Kinderbuch-Bestseller Ein Zuhause für Tessa ist zurzeit ausverkauft. Wir erwarten die neue 10. Auflage noch vor Ende der Woche. Der Preis bleibt unverändert. Falls Sie mit unserem Sekretariat verbunden werden möchten, drücken Sie bitte die 0 oder bleiben Sie einfach am Apparat. Ich wiederhole, für Bestellungen. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 3. Sie rufen bei einem kleinen Verlag an und hören folgende automatische Ansage. Kompass Verlag Augsburg, guten Tag. Für Bestellungen aus unserem aktuellen Katalog drücken Sie bitte die 1. Zu Ihrer Information, unser Kinderbuch-Bestseller Ein Zuhause für Tessa ist zurzeit ausverkauft. Wir erwarten die neue 10. Auflage noch vor Ende der Woche. Der Preis bleibt unverändert. Falls Sie mit unserem Sekretariat verbunden werden möchten, drücken Sie bitte die 0 oder bleiben Sie einfach am Apparat. Ich wiederhole, für Bestellungen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 4. Hören Sie jetzt den Text. Text 4. In der Pause eines Handballspiels hören Sie folgende Durchsage. Achtung, liebe Sportsfreunde! Für all jene, die fit bleiben wollen, bietet unser Verein Tanzkurse für Senioren an. Die Kurse laufen von Montag bis Freitag täglich eine Stunde. Sie müssen sich aber nicht für einen Wochentag entscheiden. Sie können kommen, wann immer Sie Lust dazu haben. Paare, aber auch Alleinstehende über 60 sind uns willkommen. Melden Sie sich also gleich morgen an in unseren 60-plus-Tanzkursen. Die Kurse kosten monatlich 25 Euro. Bei Paaren trainiert ein Partner kostenlos. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 4. In der Pause eines Handballspiels hören Sie folgende Durchsage. Achtung, liebe Sportsfreunde! Für all jene, die fit bleiben wollen, bietet unser Verein Tanzkurse für Senioren an. Die Kurse laufen von Montag bis Freitag täglich eine Stunde. Sie müssen sich aber nicht für einen Wochentag entscheiden. Sie können kommen, wann immer Sie Lust dazu haben. Paare, aber auch Alleinstehende über 60 sind uns willkommen. Melden Sie sich also gleich morgen an in unseren 60-plus-Tanzkursen. Die Kurse kosten monatlich 25 Euro. Bei Paaren trainiert ein Partner kostenlos. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 5.
Hören Sie jetzt den Text. Text 5. Vom Anrufbeantworter eines Restaurants hören Sie folgende Ansage. Italienisches Restaurant Da Giovanni. Sie sind mit dem automatischen Anrufbeantworter verbunden. Unser Restaurant bleibt vom 20. Jänner bis zum 10. Februar wegen wichtiger Renovierungsarbeiten geschlossen. Das heißt, damit Ihre Pizza in Zukunft noch italienischer schmeckt, bekommt unsere Küche einen traditionellen Holzofen. Größere Tische und bequemere Stühle sorgen außerdem dafür, dass Sie sich bei uns einfach wie zu Hause fühlen. Wir erwarten Sie ab dem 11. Februar im neuen Da Giovanni. Ciao! Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 5. Vom Anrufbeantworter eines Restaurants hören Sie folgende Ansage. Italienisches Restaurant Da Giovanni. Sie sind mit dem automatischen Anrufbeantworter verbunden. Unser Restaurant bleibt vom 20. Jänner bis zum 10. Februar wegen wichtiger Renovierungsarbeiten geschlossen. Das heißt, damit Ihre Pizza in Zukunft noch italienischer schmeckt, bekommt unsere Küche einen traditionellen Holzofen. Größere Tische und bequemere Stühle sorgen außerdem dafür, dass Sie sich bei uns einfach wie zu Hause fühlen. Wir erwarten Sie ab dem 11. Februar im neuen Da Giovanni. Ciao! Ende Test 3, Teil 1. Test 3, Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Sie nehmen an einer Führung durch das Deutsche Uhrenmuseum in Furtwangen teil. Liebe Besucherinnen und Besucher, ich heiße Sie herzlich willkommen im Deutschen Uhrenmuseum Furtwangen. Mein Name ist Brigitte Winterhalter und ich werde Sie, wie ich es jeden Tag um 14 Uhr tue, eine Stunde lang durch das Museum führen. Nun werden sich manche vielleicht fragen, was hat ein Uhrenmuseum in Furtwangen zu suchen? Die Antwort liegt auf der Hand. Furtwangen liegt im geografischen Zentrum des Schwarzwalds und der Schwarzwald ist die Heimat der deutschen Uhrmacherei. Die Geschichte unseres Museums beginnt in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als Robert Gerwig, der damalige Direktor der Uhrmacherschule in Furtwangen, die Bevölkerung aufrief, alte Uhren als Modelle in Furtwangen abzugeben. Ein paar Jahre später wurden diese historischen Uhren zum ersten Mal öffentlich ausgestellt. Mit der Zeit wuchs der Ruf dieser Uhrensammlung, sie galt als Sehenswürdigkeit für Besucher. Der erste gedruckte Katalog enthielt 1925 über 1000 Objekte. Die historische Sammlung wuchs durch Ankauf von Einzelstücken und auch ganzen Sammlungen ständig weiter und wurde 1978 in Deutsches Uhrenmuseum umbenannt. Heute befinden sich über 8000 Objekte im Besitz des Museums.
Sie sehen aber nicht alle. Ausgestellt sind 2500 Uhren und mechanische Musikinstrumente. Die über 150-jährige Sammlung von traditionellen Schwarzwalduhren ist weltweit die größte ihrer Art und erlaubt einen tiefen Einblick in Geschichte, Tradition und Kultur des Schwarzwalds. Die Kuckucksuhr ist die bekannteste unter den Figurenuhren. Das Erscheinen des Kuckucks wird mit seinem Ruf kombiniert. So kündigt er an, welche Stunde es geschlagen hat. In der typischen Häuschenform ist die Kuckucksuhr weltberühmt geworden. Aber auch Uhren aus dem Ausland wurden hier bereits im 19. Jahrhundert gesammelt. Ein weiterer wichtiger Teil der heutigen Sammlung sind Quarzuhren sowie Uhren des Alltags. Das besondere Interesse der Besucher gilt natürlich originellen Einzelstücken. Jeden Monat setzen wir ein paar dieser kuriosen Zeitmesser in Szene und, wenn Sie am Ende der Führung durch den Museumsshop gehen, können Sie ein Büchlein mit 36 wirklich außergewöhnlichen Uhren als Souvenir erwerben. Die Ausstellung, die Sie gleich sehen werden, zeichnet ein buntes und internationales Bild rund um das Phänomen Zeit. Und es ist sicher kein Zufall, dass unser Museum 365 Tage im Jahr geöffnet ist. Bitte folgen Sie mir jetzt bei einer Führung durch die faszinierende Geschichte der Zeitmessung, von ihren Anfängen bis zur Atomuhr. Dabei werde ich für Sie ausgewählte historische Uhren und mechanische Musikinstrumente in Gang setzen. So wird Ihr Besuch im Deutschen Uhrenmuseum Furtwangen hoffentlich zum Erlebnis für alle und nicht nur für die Jüngsten unter Ihnen. Ende Test 3, Teil 2. Test 3, Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Hören Sie jetzt den Text. In einem Café hören Sie, wie sich am Nebentisch ein junger Mann und eine junge Frau über Urlaubsreisen unterhalten. Und wie schaut's aus mit Urlaub dieses Jahr? Habt ihr schon was geplant? Geplant haben wir noch nichts. Agathe weiß immer noch nicht, wann sie Urlaub bekommt. Es ist jedes Jahr die gleiche Geschichte. Warten, bis sich der liebe Chef entschieden hat. Wir werden wahrscheinlich, sobald wir wissen, wann wir fahren können, ins Reisebüro gehen und buchen, was noch frei ist. Soviel ich weiß, gibt's da manchmal ganz günstige Last-Minute-Angebote. Stimmt. Die Angebote der letzten Minute sind manchmal super günstig. Hauptsache, man ist offen für alles und es ist einem egal, ob man zum Badeurlaub nach Spanien, Kroatien oder Zypern fliegt. Das kann lustig sein. Man kann aber auch sehr enttäuscht sein, wenn man am Ziel ist. So eine Erfahrung haben wir letztes Jahr gemacht. Was war? Erzähl mal. Naja, statt im versprochenen Bungalow direkt am Meer, sind wir in einer Pension auf einem Hügel gelandet. Schöne Sicht, aber bis zum Meer mussten wir eine Viertelstunde gehen. Das war sehr ärgerlich. Wir haben natürlich protestiert, doch es half alles nichts.
Es gab keine andere freie Unterkunft. Verstehe. Da finde ich unsere Art zu reisen schon besser. So? Wie organisiert ihr denn euren Urlaub? Das übernimmt immer mein Mann, ein echtes Organisationstalent. Er beginnt schon sehr früh die Suche im Internet. Da kann man doch auch nicht sicher sein, was Gutes zu finden. Vielleicht, aber uns ist nie was Unangenehmes passiert. Wahrscheinlich, weil wir lieber Städtereisen machen. Badeurlaub mögen wir beide nicht besonders. Städtereisen. Du meinst, ihr wählt eine Stadt aus und verbringt dort einige Tage? Das stelle ich mir aber nicht besonders reizvoll vor. Da irrst du dich, mein Lieber. Jede Städtereise bringt etwas Neues. Du erlebst eine Großstadt ganz aus der Nähe. Du lebst praktisch in der Stadt, gehst durch die Straßen, besuchst ihre Sehenswürdigkeiten in aller Ruhe, gehst gemütlich essen, genießt das Nachtleben. Das heißt, ihr fahrt nicht in einer Gruppe mit? Niemals. Das übernimmt alles mein Mann. Selbst in Riesenstädten wie Istanbul sind wir fast immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Ganz, ganz selten haben wir ein Taxi genommen. Und hattet ihr nie Schwierigkeiten bei der Verständigung mit den Einheimischen? Die sprechen doch nicht alle Deutsch. Sicher tun sie das nicht. Aber zum Glück sprechen wir beide Englisch. Ich ein bisschen Französisch und mein Mann lernt immer das Wichtigste in der Landessprache im Voraus. So hatten wir zum Beispiel weder in Lissabon noch in Barcelona, Istanbul oder Athen Probleme. Und wohin fahrt ihr dieses Jahr? Nach Thessaloniki, Nordgriechenland. Soll besonders originell sein. Eine Mischung aus Ost und West mit vielen byzantinischen Kirchen. Und bei der Gelegenheit besuchen wir auch die Insel Thassos. Weiße Strände, tiefblaues Wasser. Was will man mehr? Also doch auch Badeurlaub. Viel Spaß. Ende Test 3, Teil 3. Test 3, Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aufgaben zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Die Moderatorin der Sendung Schulchat diskutiert mit den Lehrern Linda Mäder und Felix Burke zum Thema »Wie nützlich und sinnvoll sind Hausaufgaben?« Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen in der heutigen Ausgabe von Schulchat. Das Thema der heutigen Sendung wird die meisten interessieren. Es geht nämlich um Hausaufgaben. Wie nützlich und sinnvoll sind Hausaufgaben? Darüber will ich mit meinen Gästen im Studio diskutieren. Sie sind beide Lehrer und Eltern von Kindern, die zur Schule gehen. Dank dieser Doppelrolle können Sie uns, glaube ich, objektiv und umfassend informieren. Guten Abend, Frau Linda Mäder aus Innsbruck. Guten Abend, Herr Felix Burke aus Graz. Ich wiederhole gleich meine Frage. Wie nützlich und sinnvoll sind Hausaufgaben? Herr Burke? Auf diese Frage kann Ihnen der Lehrer Burke eine einfache Antwort geben. Hausaufgaben sind nützlich, wenn sie sinnvoll sind. Sinnlose Hausaufgaben sind fehl am Platze.
Welche Hausaufgaben sind denn sinnvoll, Frau Mäder? Aufgaben, die sich darauf stützen, was in der Schule gelernt wurde und die Schüler dazu bringen, es zu wiederholen und weiter zu bearbeiten. Sinnlos sind dagegen Hausaufgaben, die keinen Lerneffekt auslösen, bei denen also der Schüler nichts Neues lernt. Ich habe zwar noch keine eigenen Kinder, dafür aber meine Schulzeit noch relativ frisch in Erinnerung. Damals hatte ich also oft das Gefühl, dass die Zeit, in der ich mich mit meinen Hausaufgaben beschäftigte, verlorene Zeit war. Und was mich anschließend auch sehr geärgert hat, die Hausaufgaben wurden in der Regel nicht korrigiert. Sie meinen, sie wurden nie korrigiert? Na ja, so gut wie nie. In den seltensten Fällen. Dann waren das leider typisch sinnlose Hausaufgaben. Was der Schüler nach der Schule zu Hause tun muss, ist nämlich zu lernen, wie man Probleme selbstständig lösen kann. Dazu muss er das vorhandene Wissen aktivieren und zur Problemlösung einsetzen. Kollege Burker hat recht. Vor genau solchen Problemen werden die Schüler später im wirklichen Leben stehen. Wenn sie in der Schulzeit keine Selbstdisziplin und kein Selbstbewusstsein entwickelt haben, werden sie Probleme, die direkt mit Beruf und Karriere zusammenhängen, nicht oder nur schwer lösen können. Hausaufgaben als Vorbereitung aufs Leben? Interessant. Ich als Schülerin habe leider zu Hause, um gute Noten zu bekommen, das Gelernte nur wiederholt. Und zwar so lange und so oft, bis ich es im Kopf hatte. Und wie lange haben Sie es im Kopf behalten? Nicht sehr lange, leider. Sehen Sie, Wiederholungen sind tatsächlich eine wirksame Methode, Lerninhalte zu festigen. Darüber hinaus müssen aber sinnvolle Hausaufgaben dafür sorgen, dass die Lerner in ungestörter Umgebung zu Hause das in der Schule Gelernte kreativ in neue Zusammenhänge setzen. Das ist absolut richtig. Und diese sinnvoll ausgewählten Schularbeiten müssen unbedingt vom Lehrer gewissenhaft korrigiert und in der Klasse bei der Rückgabe ausführlich besprochen werden. Wie sagt man so schön, aus Fehlern wird man klug. Dabei machen die Schüler mehr richtig als falsch. Es macht oft Spaß, Schülerarbeiten zu korrigieren, die Wissen und Können verraten. Diese Schüler muss man unbedingt richtig loben, denn Erfolgserlebnisse stärken das Selbstbewusstsein und sind eine gerechte Belohnung für die Schüler. Trotzdem, nicht nur sehr viele Schüler, auch manche Eltern und Pädagogen sind der Ansicht, dass Hausaufgaben abgeschafft werden sollten. In Zeiten von Ganztagsschulen und vollen Terminkalendern scheint es mir zumindest eine Überlegung wert zu sein. Alles eine Frage der Zeit. Sicher für den Ganztagsunterricht und der Besuch von Sport- und Musikkursen sowie die Vorbereitung auf Tests und Prüfungen manchmal dazu, dass die Schüler abends völlig kaputt am Schreibtisch sitzen. Sie haben dann das Gefühl, dass die Hausaufgaben, noch dazu langweilige Aufgaben, ihnen einen Teil ihrer kostbaren Freizeit wegnehmen. Das tun sie in der Tat, habe ich vorhin auch gesagt. Vorsicht! Für die geistige und soziale Entwicklung Jugendlicher sind Sport, Hobbys und Freunde genauso wichtig wie der Erwerb von Wissen. Wissen wird in der Schule vermittelt und zu Hause gefestigt. Deswegen müssen sinnvolle Hausaufgaben zeitlich knapp bemessen sein. Ich würde sagen, sie dürfen nicht länger als eine Stunde täglich dauern. Ist das auch Ihre Meinung, Frau Mäder? Ja. Und moderne Hausaufgaben in der Schule von heute müssen unbedingt zu einem wesentlichen Teil am Computer bearbeitet werden. Weniger oder gar keine Hausaufgaben könnten unter Umständen dazu führen, dass die Jugendlichen länger am Computer sitzen und spielen, statt zu lernen. Gegner von Hausaufgaben weisen auch darauf hin, dass manche Schüler dabei Hilfe von ihren Eltern bekommen, während andere auf sich alleine gestellt sind und entsprechend mehr Mühe haben. Wie sehen Sie das, Frau Mäder? Da kann ich als Lehrerin nur sagen, dass wir oft gegen Eltern anzukämpfen haben, die felsenfest davon überzeugt sind, dass ihr Kind ihre Hilfe und Unterstützung braucht. Eltern, die sich in die Arbeit der Lehrer einmischen, sind wohl das Schlimmste, was es gibt. Gerade bei den Hausaufgaben sollen sie nicht helfen. Wenn ihr Kind ein paar Fehler macht, wird dadurch seine Motivation nicht sinken. Im Gegenteil. Es wird sich bemühen, seine schulischen Leistungen zu verbessern. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer können Sie Fragen zu unserem heutigen Thema auch im Blog unserer Sendung stellen. Wir werden sie alle nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Frau Mäder, Herr Burke, vielen Dank für das interessante Gespräch. Auf Wiederhören an alle.
Hören Sie den Text noch einmal. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen in der heutigen Ausgabe von Schulchat. Das Thema der heutigen Sendung wird die meisten interessieren. Es geht nämlich um Hausaufgaben. Wie nützlich und sinnvoll sind Hausaufgaben? Darüber will ich mit meinen Gästen im Studio diskutieren. Sie sind beide Lehrer und Eltern von Kindern, die zur Schule gehen. Dank dieser Doppelrolle können Sie uns, glaube ich, objektiv und umfassend informieren. Guten Abend, Frau Linda Mäder aus Innsbruck. Guten Abend, Herr Felix Burke aus Graz. Ich wiederhole gleich meine Frage. Wie nützlich und sinnvoll sind Hausaufgaben? Herr Burke? Auf diese Frage kann Ihnen der Lehrer Burke eine einfache Antwort geben. Hausaufgaben sind nützlich, wenn sie sinnvoll sind. Sinnlose Hausaufgaben sind fehl am Platze. Welche Hausaufgaben sind denn sinnvoll, Frau Mäder? Aufgaben, die sich darauf stützen, was in der Schule gelernt wurde und die Schüler dazu bringen, es zu wiederholen und weiter zu bearbeiten. Sinnlos sind dagegen Hausaufgaben, die keinen Lerneffekt auslösen, bei denen also der Schüler nichts Neues lernt. Ich habe zwar noch keine eigenen Kinder, dafür aber meine Schulzeit noch relativ frisch in Erinnerung. Damals hatte ich also oft das Gefühl, dass die Zeit, in der ich mich mit meinen Hausaufgaben beschäftigte, verlorene Zeit war. Und was mich anschließend auch sehr geärgert hat, die Hausaufgaben wurden in der Regel nicht korrigiert. Sie meinen, sie wurden nie korrigiert? Na ja, so gut wie nie. In den seltensten Fällen. Dann waren das leider typisch sinnlose Hausaufgaben. Was der Schüler nach der Schule zu Hause tun muss, ist nämlich zu lernen, wie man Probleme selbstständig lösen kann. Dazu muss er das vorhandene Wissen aktivieren und zur Problemlösung einsetzen. Kollege Burke hat recht. Vor genau solchen Problemen werden die Schüler später im wirklichen Leben stehen. Wenn sie in der Schulzeit keine Selbstdisziplin und kein Selbstbewusstsein entwickelt haben, werden sie Probleme, die direkt mit Beruf und Karriere zusammenhängen, nicht oder nur schwer lösen können. Hausaufgaben als Vorbereitung aufs Leben? Interessant. Ich als Schülerin habe leider zu Hause, um gute Noten zu bekommen, das Gelernte nur wiederholt. Und zwar so lange und so oft, bis ich es im Kopf hatte. Und wie lange haben Sie es im Kopf behalten? Nicht sehr lange. Leider. Sehen Sie, Wiederholungen sind tatsächlich eine wirksame Methode, Lerninhalte zu festigen. Darüber hinaus müssen aber sinnvolle Hausaufgaben dafür sorgen, dass die Lerner in ungestörter Umgebung zu Hause das in der Schule Gelernte kreativ in neue Zusammenhänge setzen. Das ist absolut richtig. Und diese sinnvoll ausgewählten Schularbeiten müssen unbedingt vom Lehrer gewissenhaft korrigiert und in der Klasse bei der Rückgabe ausführlich besprochen werden. Wie sagt man so schön, aus Fehlern wird man klug. Dabei machen die Schüler mehr richtig als falsch. Es macht oft Spaß, Schülerarbeiten zu korrigieren, die Wissen und Können verraten. Diese Schüler muss man unbedingt richtig loben, denn Erfolgserlebnisse stärken das Selbstbewusstsein und sind eine gerechte Belohnung für die Schüler. Trotzdem, nicht nur sehr viele Schüler, auch manche Eltern und Pädagogen sind der Ansicht, dass Hausaufgaben abgeschafft werden sollten. In Zeiten von Ganztagsschulen und vollen Terminkalendern scheint es mir zumindest eine Überlegung wert zu sein. Alles eine Frage der Zeit. Sicher führen Ganztagsunterricht und der Besuch von Sport- und Musikkursen sowie die Vorbereitung auf Tests und Prüfungen manchmal dazu, dass die Schüler abends völlig kaputt am Schreibtisch sitzen. Sie haben dann das Gefühl, dass die Hausaufgaben, noch dazu langweilige Aufgaben, ihnen einen Teil ihrer kostbaren Freizeit wegnehmen. Das tun sie in der Tat, habe ich vorhin auch gesagt. Vorsicht! Für die geistige und soziale Entwicklung Jugendlicher sind Sport, Hobbys und Freunde genauso wichtig wie der Erwerb von Wissen. Wissen wird in der Schule vermittelt und zu Hause gefestigt. Deswegen müssen sinnvolle Hausaufgaben zeitlich knapp bemessen sein. Ich würde sagen, sie dürfen nicht länger als eine Stunde täglich dauern. Ist das auch Ihre Meinung, Frau Mäder? Ja. Und moderne Hausaufgaben in der Schule von heute müssen unbedingt zu einem wesentlichen Teil am Computer bearbeitet werden. Weniger oder gar keine Hausaufgaben könnten unter Umständen dazu führen, dass die Jugendlichen länger am Computer sitzen und spielen, statt zu lernen. Gegner von Hausaufgaben weisen auch darauf hin, dass manche Schüler dabei Hilfe von ihren Eltern bekommen.
während andere auf sich alleine gestellt sind und entsprechend mehr Mühe haben. Wie sehen Sie das, Frau Mäder? Da kann ich als Lehrerin nur sagen, dass wir oft gegen Eltern anzukämpfen haben, die felsenfest davon überzeugt sind, dass ihr Kind ihre Hilfe und Unterstützung braucht. Eltern, die sich in die Arbeit der Lehrer einmischen, sind wohl das Schlimmste, was es gibt. Gerade bei den Hausaufgaben sollen sie nicht helfen. Wenn ihr Kind ein paar Fehler macht, wird dadurch seine Motivation nicht sinken, im Gegenteil. Es wird sich bemühen, seine schulischen Leistungen zu verbessern. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer können Sie Fragen zu unserem heutigen Thema auch im Blog unserer Sendung stellen. Wir werden sie alle nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Frau Mäder, Herr Burke, vielen Dank für das interessante Gespräch. Auf Wiederhören an alle. Ende Test 3, Teil 4.